So, lolo, Leute, wir haben es geschafft. Es ist vorbei. Ein paar Wochen später. In Silencio findet ein großes Fest zu Ehren derer statt, die bei der Schlacht gegen den Gehörnten ihr Leben verloren hatten. Ja, das waren ja mehr als genug, glaube ich. Juhu, ein Fest. Oh Mann, sieht das hier prachtvoll aus, du. Richtige Feststimmung, ist das Lena? Ist das Lena Meyerland? Ich darf mich bewegen. Und ich darf sogar noch ins Menü. Oh, Lena. Oh, ich kann mich jetzt vielleicht nochmal heilen, noch ein bisschen ausrüsten. Was benutzen? Nein, kann ich nicht. Hey, Trijot. Ich möchte mit dem Flugschiff nach anderen Watri-Nestern suchen. Naslia hat mir angeboten, mich zu fliegen. Juhu, ich wünsche dir bei deiner Suche viel Erfolg. Danke. Wer bist du? Ach, die Königin da. Es wird eine Zeit dauern, bis die Städte Malwas wieder aufgebaut sind. Aber ich bin voller Hoffnung, dass uns nun eine bessere Zukunft bevorsteht. Die Untoten sind wirklich alle zu Staub zerfallen. Als ob es sie nie gegeben hätte. Wir sind eurer Gruppe zu großem Dank verpflichtet. Njam, njam. Das Kleid steht dir, Vitara. Naja, eher nicht. Daenerys hätte mir geholfen, es herauszusuchen. Normalerweise würde ich sowas niemals freiwillig anziehen. Ich weiß, aber so eine Rüstung ist doch viel zu unbequem für eine Feier. Man stolpert aber nicht ständig über sein Kleid. Danke, dass ihr unsere Welt gerettet habt. Ach, doch kein Problem. Der Kirchenorden wird vermutlich aufgelöst. Ja, das hoffe ich doch auch. Rianor wird Malwa beim Wiederaufbau helfen. Jam, jam. Der Eingang zur Pflanzenwelt wurde versiegelt und wird ständig durch Ritter bewacht. Mhm. Nach der Feier werde ich mich sofort nach Sturmfest begeben und beim Wiederaufbau mithelfen. Jam, jam. Die Beziehungen zwischen unseren Ländern haben sich sehr verbessert. Malwa und Rianor wollen einen wirtschaftlichen und militärischen Bündnisvertrag unterzeichnen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Die Nuati haben die Einladung zur Feier abgelehnt. Die Haltung meines Volkes ist eine Schande. Irgendwann werden auch die Nuati zur Einsicht kommen und sich dem Bündnis anschließen, ganz bestimmt. Ich hoffe, du hast recht. Diese verdammten... Irgendwas. Ich hab sie gerettet, ansonsten wären sie jetzt wahrscheinlich verkohlte Leichen oder so. Naja, was soll's. Ich meine, dieser Raum. Ich glaube, das sind jetzt alle Menschen, die überhaupt überlebt haben auf dieser Welt, weil alles andere wurde ja getötet. So viel tote Leute, wie es hier in diesem Spiel gab, das ist ja unglaublich. Unbelievable. So eine Feier ist richtig lustig. Ich freue mich schon darauf, wenn die Tänze anfangen. Ich mich auch. Vorher will ich mir aber nochmal die Beine vertreten. Ja. Oh, Zora, was machst du denn? Diese Kinder fangen langsam an zu nerven. Gestern haben sie Juckpulver in mein Kleid gestreut. Du wirst schon mit ihnen fertig. Bestimmt nicht. Sogar Untote sind umgänglicher als die. Wo ist eigentlich Erik? Er ist im Moment unterwegs. Hast du etwas Sehnsucht nach ihm, Schätzchen? Musste ich hier raus? Keine Ahnung. Ey, da ist Erik. Der hat sich ja gar nicht schick gemacht. Du hast dir ja ganz schön Zeit gelassen. Eine Woche bist du jetzt unterwegs gewesen. Ja, ich bin in Sturmfest gewesen und habe die Gräber meiner Kameraden besucht. Nun bin ich aber wieder da und werde nie wieder von deiner Seite weichen. Ob du nun willst oder nicht. Ich werde dich auch nie wieder gehen lassen. Oh, ist das süß. Die Feier läuft schon, oder? Ja, gleich fangen die Tänze an. Wollen wir auch tanzen? Tanzen? Ich weiß gar nicht, wie das geht. Typisch Ritter. Naja, wenn ich den Kampf gegen den Gehörnten überstanden habe, werde ich wohl auch irgendwie das hinkriegen. Aber tritt mir bloß nicht die ganze Zeit auf die Füße. Ja, tanzen, das ist so, ja, bei mir auch so, wie Feuer und Wasser eigentlich. Ja, Leute, das war's. Das war Let's Play Eterna. Ein kleines Fazit im Spiel. Das Spiel hat sich, also meiner Meinung ist das immer noch eines der grandiosesten RPG-Maker-Games, die jemals hergestellt wurden. Ich liebe dieses Spiel einfach. Aber ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, der Plot hat sich im Laufe des Spielgeschehens immer mehr verändert. Allerdings zum Negativen. Also wie wir das jetzt hier mit Gott und alles, jetzt so im Nachhinein kann man das vielleicht ein bisschen verstehen, aber... man weiß jetzt zum Beispiel auch nicht, was das eigentlich für vier Spasten waren, die Gott töten wollten. Waren das jetzt einfach nur irgendwelche Azubi-Soldaten oder was waren das für welche? Das hat man leider nicht erfahren. Also wer den Auftrag dafür gegeben hat, das hätte man eventuell auch noch einbauen können. Ansonsten vielleicht noch ein bisschen mehr optionale Quests. Man hätte das Maximallevel auf 50 hochschrauben können. Aber ich denke, das hätte dieses Spiel auch unnötig in die Länge gezogen. Ich meine, von der Story her ist es nun komplett... auch wenn es einige sehr, ja, makabere Szenen gab, wo man sich gedacht hat, hä? Plot, wo bist du nur geblieben?
Das ist einfach so, aber ich finde das Spiel nach wie vor trotzdem sehr genial. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, mir dabei zuzusehen. Ich war, glaube ich, der allererste Let's Player oder der einzige Let's Player, der dieses Spiel Let's Played hat. Ich habe auf jeden Fall nichts anderes auf YouTube dergleichen gefunden. Wie gesagt, es ist ein sehr geiles Spiel trotzdem, auch wenn es sehr viel Rätsel hat. Und die Rätsel, die haben mich wirklich angenervt. Wirklich. Ihr hättet dabei sein müssen, als ich offscreen Rätsel gelöst habe und darüber nachgedacht habe. Oh mein Gott! Ich sag nur meine arme Tastatur. Aber nichtsdestotrotz habe ich es trotzdem auch durch eure Hilfe, und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken, habe ich es geschafft, das Ende zu erreichen. Vielen Dank für die ganzen schönen, netten und auch sehr amüsanten Kommentare. Es gab ja auch wirklich sehr viele amüsante Stellen, wie zum Beispiel das Turnier. Das war also das Highlight des ganzen Spiels eigentlich. Mit Alex und Link und weiß nicht, Flick und weiß nicht was alle. Also das war wirklich das Highlight dieses gesamten Spiels. Und mir hat es Spaß gemacht, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Als nächstes RPG Maker Let's Play, habe ich mir gedacht, wird Calm Falls 2 anlaufen. Ich habe auch schon angefangen aufzunehmen. Ihr müsst mich langsam kennen. Ich habe auch schon damit angefangen. Auch wenn viele von euch vielleicht eine andere Meinung dazu haben oder einige vielleicht denken, da es ja schon mehrere Calm Falls 2 Let's Plays gibt, dass es ja auch schon dann grandiose Let's Plays gibt. Ich werde es anders machen natürlich. Ich habe schon einige Sachen im Kasten. Dann Dreamland 2 wird auf jeden Fall fortgesetzt. Das habe ich auch schon ein paar Videos im Kasten. Allerdings noch nicht so viele. Ansonsten geht es mit meinen anderen Projekten weiter. Wie gesagt, es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. So, jetzt haben wir jetzt hier Spielzeit 10 Stunden, 7 Minuten. Ja, schon ordentlich für ein RPG-Maker-Spiel eigentlich. Aber natürlich nichts im Vergleich zu Vampire's Dawn und Vampire's Dawn 2. Das ist natürlich wieder eine ganz andere Schiene. Wer ein interessantes Spiel, also wer ein interessantes und sehr geiles und sehr amüsantes Let's Play zu Vampire's Dawn 2, zu Vampire's Dawn 1 sehen möchte, der sollte sich doch mal bitte an die Kollegen von Team Sun wenden, also ein sehr, sehr, sehr unterhaltsames Let's Player-Pärchen. Einfach aus meinem Channel verlinkt Team Sun. Erkennt man an dem knallig roten Profilbild. Beziehungsweise Avatar-Bildchen. Die machen das wirklich sehr genial, und wer sich für Vampire's Dawn interessiert, ist auch mit dem RPG Maker 2000 wahrscheinlich eines der bekanntesten Spiele überhaupt und auch der erfolgreichsten Spiele überhaupt produziert worden und ist auf jeden Fall sehr genial, genauso wie der zweite Teil der Nachfolger, der allerdings wiederum mit dem RPG Maker 2003, also dem Nachfolger RPG Maker, hergestellt wurde. Auch wirklich sehr genial anzusehen, und ja, das war's von meiner Seite. Eterna, also schreibt mir ruhig, wie habt ihr es gefunden? Was fandet ihr an dem Spiel nicht so nicht so gut? Was fandet ihr an dem Spiel daher wieder sehr geil? Würde mich schon interessieren, was ihr davon haltet, weil, wie gesagt, weil ich halt der Erste war, der wohl das jetzt Let's Played hat. Eterna ist ein einfaches, es ist ein Spiel aus meiner Kindheit, und ich musste es einfach mal Let's Playen. Ich hatte es von Anfang an schon vor. Das habe ich schon vor Monaten, habe ich mir schon im Kopf durchkreisen lassen, dass ich eventuell irgendwann mal Eterna Let's Playen möchte. Und jetzt bin ich bei irgendwas über knapp über 60 Parts. Bin ich eigentlich schon ganz gut mit weggekommen. Also es hat eigentlich länger gedauert, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber gut, lange Rede, kurzer Sinn. Es war ein sehr amüsantes Let's Play. Ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen. Und wir sehen uns bei meinen nächsten Projekten. Haut rein, Leute.